Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Ali der Bastler. In dieser Folge baue ich mir eine Vorrichtung für die Tischkreissäge. Mit dieser Vorrichtung möchte ich mir eine Schale bauen. Ich mache hier so eine Aussparung. Und zwar, dass ich mit der Tischkreissäge, mit dem Sägeblatt reinfahre, sozusagen reinfahre in das Material drehe und somit habe ich dann eine kleine Rundung. Und je mehr man mit der Tischkreissäge bzw. mit dem Sägeblatt hochfährt, umso größer wird der Radius und umso tiefer fahren wir logischerweise rein. Gut, ich würde sagen, fangen wir an und bereiten erstmal alles vor. Also das wird einmal hier hinkommen und einmal hier hin. So. Allerdings müssen wir das Stück auf die Höhe von dem Parallelanschlag zusägen. Und das werde ich jetzt tun. Das muss auf jeden Fall ein Ticken höher sein. So in etwa, jetzt habe ich hier, was sind das, 3 cm oder 4? 3,5 cm. Und das wird auf 70 mm gekürzt. Ich habe das ja schon ausgemessen. Perfekt. So, jetzt werde ich hier zwei Klötze, also nicht komplett zu, sondern einfach nur zwei Klötze verschrauben. Einmal von oben und einmal von hier, von der Seite. Jetzt schauen wir mal, wie viele das sind. 160 mal 62 mm. So. Wenn wir dann jetzt hier so losfahren, hier festhalten, dann können wir nämlich schön ins Leere. Dann haben wir hier nämlich frei und können dann ordentlich sägen. Würden wir nämlich direkt an den Parallelanschlag dran gehen und fahren, könnte sich das verkanten und dann hätten wir ein Problem. Dann schlägt uns das Teil mit voller Wucht ins Gesicht oder sonst wohin. Brauchen wir zwei Stücke. Wir legen uns die Sachen mal hier hin. So. So. Und hier haben wir quasi die Aussparung. Jetzt habe ich hier die. So. So. Thank you.
Und so sehen die einzelnen Komponenten aus. Das bedeutet, wir werden das hier an die linke Seite zur Segelblattseite setzen. Das Gegenstück, was ja mit dem Parallelanschlag auf einer Höhe ist, genauso wie auch dieser Ausschnitt. Wir brauchen jetzt hier noch einen Streifen, den habe ich mir auch zugesägt. Der passt dann genau hier rein. Der muss natürlich in der Richtung etwas überstehen. Und auf der Seite werde ich gleich noch ein Scharnier anbringen, damit das hochklappbar ist. Soweit. Also es muss quasi hier so aufklappbar sein. Es muss jetzt nicht komplett drüber. Es muss einfach nur sich vom Werkstück nachher trennen können. So, jetzt habe ich hier so eine Schraube. Ja, je nachdem, wie groß euer Brett ist, müsst ihr natürlich nach außen fahren oder wenn es ein kleineres Werkstück ist, nach innen. Das bedeutet, wir können uns hier mehrere Löcher reinsetzen und dann diesen Bolzen dann immer wieder verstellen. Man könnte natürlich hier so ein Langloch reinmachen. Problem ist, dieser Bolzen, der muss wirklich fest sein. Wenn er sich während dem Arbeitsvorgang verschiebt, dann ist das Werkstück sozusagen hinüber. Deshalb zeichne ich mir jetzt die Mitte an und mache da ja 1, 2, 3 Bohrungen rein. So, und jetzt kommt die Montage. Als erstes die Mutter. Die können wir bis zum Anschlag, das habe ich so ausgemessen, den können wir bis zum Anschlag runterfahren. Dann kommt eine Unterlegscheibe. Dann wird das Ganze erstmal von unten nach oben gedrückt. Je nachdem, wie dick euer Material ist, könnt ihr dann das Ganze dann den Bolzen doch mal ein bisschen tiefer reinfahren. So, das wird dann jetzt mit dem Schlüssel einmal
festgezogen. So. Perfekt. Genau, das wird dann mit einfach mit Schraubzwingen festgemacht an den Seiten. Und so ist dann das Teil eigentlich schon fertig. Ich habe mir die Mitte von dem Sägeblatt angezeichnet. Hier seht ihr die Mitte von dem Sägeblatt und der Bolzen, der dann genau auf die Mitte ausgerichtet ist. Somit wäre eigentlich schon die Vorrichtung fertig. Für Testzwecke werde ich jetzt hier mal so eine dicke, schöne dicke Multiplex nehmen. Ja, die Mitte anzeichnen, das geht ja ganz einfach. Einfach von einer Ecke in die andere, diagonal. Wir müssen ja nicht komplett durchziehen. So. So, und hier haben wir dann den mittleren Punkt. Gebohrt wird allerdings in das Stück. Das wird quasi auf das Werkstück drauf gepresst. So, auch hier machen wir genau dasselbe. Wir zeichnen die Mitte an. Etwas länger. So, das war jetzt die Mitte. Da werden wir mit einem 6 mm Bohrer durchbohren. Ich schau mal gerade, wie viel das sind. Ja, das sind 5,1. Machen wir da, nehme ich eine Bohrung rein. Schön in die Werkbank. Dann gehen wir mit dem Bohrer genau hier rein. Und dann schrauben wir das hier fest. So, und somit haben wir das, ja, dass das jetzt hier nicht bündig ist, gerade ist es nicht schlimm. Wichtig ist, dass wir die Mitte haben und hier auch die Mitte ansetzen. Da kommt der Bolzen drauf. Das zeige ich aber euch jetzt. So, jetzt habe ich noch den Spaltkeil abgemacht, damit mich das nachher nicht stört. Jetzt habe ich bis zum Anschlag, also das Sägeblatt so weit runtergefahren, bis der oben nicht mehr zu sehen ist. So, was wir natürlich vorher beachten müssen ist, wir wollen ja wissen, wie tief das Ganze sein soll. Ich zeige das mal jetzt an einem Beispielbrett. Wir müssen uns merken, wie viele Umdrehungen wir benötigen, um das Sägeblatt hochzufahren, damit wir die Grenze sozusagen erreicht haben. Ich lege jetzt mal das Brett daneben und fahre das Sägeblatt hoch. 1, 2, 3. Auf jeden Fall würde ich euch raten, wirklich Stück für Stück reinzufahren, weil sonst haut ihr euch das Sägeblatt vielleicht kaputt oder das Material und ihr kriegt da einen Rückschlag und verletzt euch dabei. Das will ich natürlich nicht. Alles auf eigene Verantwortung. Dann legen wir unser Werkstück hier drauf. So. Und dann müssen wir gucken, dass sich das schön locker bewegt. Eine Umdrehung hoch. Das Werkstück drehen. So, ich habe mir jetzt hier mal so einen Pfeil hingemacht, so eine Markierung, die Startposition sozusagen. Und wenn ich dann einmal mit dem Werkstück rum bin, dann wisst ihr, dass ihr einmal durch seid. Ich meine, das hört ihr auch, das Sägeblatt wird weniger Widerstand haben und dann wisst ihr, dass ihr schon mal durch seid. Ich schaue mal gerade auf die Uhr, ob ich die Säge anschmeißen soll oder nicht. Okay, für einen Probeschnitt ist das okay. So, jetzt habe ich gerade eben bemerkt, anstatt einen Schritt zurückzudrehen, um das Werkstück abzunehmen, bin ich hier noch ein Stückchen vorgefahren und das war der Schritt, der zu viel war. Aber ihr seht, da habe ich hier noch so einen Schnitt reingemacht aus Versehen, aber ihr seht, es ist eine Rundung entstanden, die jetzt natürlich nicht sauber ist. Ich denke mal, auch bei dem Eiche wird das nicht anders sein. So,
So, ihr Lieben, ich habe jetzt einen Tag Pause eingelegt. Gestern Abend wurde es ein bisschen spät. Aber bevor ich gegangen bin, habe ich noch eine, ja, noch so ein Eichenbrett zusammengeleimt. Und weil ich nämlich das andere Brett, was ich ja am Anfang des Videos gezeigt habe, das ist immer noch nicht dick genug, das hätte ich natürlich auftrennen und verleimen können. Ich möchte das aber erstmal an einem etwas kleineren Stück Eiche versuchen. Wenn ich ein gutes Ergebnis bekomme, werde ich mich dann an das andere Brett dann trauen. Ich werde jetzt anfangen, das Ganze wieder vorzubereiten, das heißt die Mitte anzeichnen und dann gehen wir an die eigentliche Arbeit. Don't look over your shoulder. Don't ever look back. No use for second opinions. Don't wanna stay in the past. Just keep on going, 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 go for the top. And keep on rolling with those days when the world don't give you no grace. You'd rather fly away and keep on going. Don't look over your shoulder. Don't ever look back. No use for second opinions. Don't wanna stay in the past. Just keep on going, 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 go for the top. And keep on rolling, 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 and don't ever stop. Ja, liebe Freunde, das Projekt ist fertig. Die Vorrichtung ist fertig. Die Schale ist auch fertig. Ja, ich habe ja hier eine Gärung reingeschnitten, reingesägt, damit das Ganze nicht so massig wirkt. Mein Stempel, der darf nicht fehlen. Am Ende gibt es natürlich noch ein paar Bilder dazu. Könnt ihr euch gerne anschauen. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Wenn euch das Projekt gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und natürlich kommentieren nicht vergessen. Würde mich sehr, sehr drüber freuen.
Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem der weiteren Projekte in den nächsten Tagen oder Wochen. Mal schauen, wann ich wieder Zeit habe, wann es wieder soweit ist. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut, liebe Freunde. Bis dann. Tschüss.